Ja, hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit einem neuen Kamishibai-Theater-Märchen. Habe ich euch nochmal mitgebracht. Hallo Timis, ihr wisst ja, ihr könnt da nicht sitzen bleiben, sonst können die Kinder die Bilder nicht sehen. Ihr müsst euch jetzt erstmal verabschieden, weil die Kinder das Märchen vom Rotkäppchen hören möchten. Okay, kommt mal mit und sagt Tschüss. So, und los geht's. Der Vorhang auf dem ersten Bild, so wie immer. So. Es war einmal ein kleines Mädchen, das jeder lieb hatte. Die Großmutter aber liebte das Mädchen ganz besonders und schenkte ihm einmal ein rotes Käppchen aus Samt. Damit sah das Mädchen herzallerliebst aus und fortan wurde es von allen nur noch das Rotkäppchen gerufen. Das seht ihr, die Oma gibt dem Rotkäppchen das Käppchen. Jetzt wissen wir auch, warum das so heißt, ne? Das Rotkäppchen, weil es eine rote Kappe von der Oma geschenkt bekommen hat. Sehr hübsch. Eines Tages wurde die Großmutter krank. Deshalb schickte die Mutter Rotkäppchen los, um der Oma Kuchen und Wein zu bringen. Nimm diesen Korb, Rotkäppchen, und bring ihn der Großmutter. Sie wird sich über den Kuchen und den Wein freuen und schneller wieder zu Kräften kommen. Denk aber daran, auf dem Weg nicht trödeln und freundlich guten Morgen zu sagen, wenn du in die gute Stube der Großmutter trittst. Sagte das Rotkäppchen, natürlich werde ich das tun. Oh, lecker, da wird die Oma wieder gesund, wenn sie was Gutes zu essen und zu trinken von mir bekommt. Da werde ich gleich mal losgehen. Und Rotkäppchen machte sich fröhlich auf den Weg und freute sich darauf, ihrer Großmutter zu helfen. Auf dem Weg durch den Wald aber beobachtete sie der Wolf. Rotkäppchen wusste nicht, dass er böse war, und als er sich ihr in den Weg stellte und ganz freundlich tat, antwortete sie genauso freundlich zurück. Ja, wenn man den Wolf jetzt so sieht, der sieht ja auch wirklich nicht böse aus, ne? Der kommt daher und will das Rotkäppchen begrüßen, aber der hat ganz andere Sachen im Sinn, als lieb zu sein. Aber das weiß das Rotkäppchen eben nicht. Hm? Der Wolf aber wollte Rotkäppchen aushorchen und eine gute Gelegenheit finden, sie zu verschlingen. Wohin willst du denn, Rotkäppchen? Fragte er mit süßer Stimme und lief neben ihr her. Ich will zu Großmutter. Sie wohnt nicht weit von hier, bei den drei großen Eichen. Der Wolf wollte nun beide verschlingen, Rotkäppchen und die Großmutter, und überlegte, wie er es wohl anstellen könnte. Rotkäppchen, schau dich doch mal um. Hier wachsen so schöne Blumen. Sicher würde sich deine Großmutter freuen, wenn du ihr einen Strauß mitbringst. Ja, seht ihr, der Wolf ist natürlich schlau. Und der Hase da hinten, der guckt schon ein bisschen skeptisch und denkt, oh, das Rotkäppchen ist so lieb, jetzt pflückt es Blumen. Was bezweckt denn wohl der Wolf damit? Mann, 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 das wird gar nicht so toll sein, was der sich da ausgedacht hat. Rotkäppchen sah sich um und bekam Lust, einen großen Strauß Blumen für die Großmutter zu pflücken. Immer neue schöne Blumen entdeckte sie und ging ganz darin auf, sie zu pflücken, sodass sie gar nicht merkte, wie die Zeit verging. Ja, der Wolf sitzt ja schon so ein bisschen auf der Lauer, das sieht man und guckt mal, das Rotkäppchen ist guter Dinge und denkt, ach, Großmutter wird sich bestimmt freuen, wenn sie zum Kuchen und Wein auch noch einen schönen Blumenstrauß bekommt. Der Wolf aber lief schnurstracks zum Häuschen der Großmutter und klopfte an die Tür. »Wer ist da?« fragte von drin die Großmutter mit leiser Stimme. »Ich bin es, das Rotkäppchen. Ich habe Wein und Kuchen für dich,« antwortet listig der böse Wolf. »Die Tür ist offen, komm nur herein. Ich bin zu schwach, dir zu öffnen,« sprach die Großmutter. Das ließ sich der Wolf nicht zweimal sagen. Er kam herein, lief geradewegs auf das Bett der Großmutter zu, verschlang sie mit einem Happen, zog sich Kleider von ihr an, setzte ihre Haube auf und legte sich ins Bett. Seht ihr? Und wisst ihr, warum er das wohl macht? Er weiß ja,
dass das Rotkäppchen kommt und die Großmutter besuchen will. Und er will so aussehen wie die Großmutter, dass Rotkäppchen nicht gleich merkt, dass es der böse Wolf ist, der sich verkleidet hat. Rotkäppchen aber hatte einen großen Strauß Blumen gepflückt und endlich erinnerte es sich daran, dass es ja zur Großmutter wollte und setzte seinen Weg fort. Als es schließlich am Häuschen ankam, überfiel es eine Ängstlichkeit, die es sonst noch nie verspürt hatte. Rotkäppchen drückte die Klinke herunter und trat in Großmutters gute Stube. »Guten Morgen, Großmutter«, rief es, doch es bekam keine Antwort. Ja, sie guckt schon ein bisschen ähnlich und seht ihr, was guckt hier raus? Sieht das aus wie Großmutters Hand? Nein, das ist natürlich die Pfote vom bösen Wolf. Und Rotkäppchen merkt jetzt irgendwie schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Da ging Rotkäppchen in das Schlafzimmer der Großmutter und sah sie im Bett liegen. Das Gesicht der Großmutter war unter der Haube halb verborgen und etwas daran kam Rotkäppchen wunderlich vor. »Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann«, antwortet mit verstellter Stimme der Wolf. »Und warum hast du denn so große Augen?« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Und warum hast du denn so große Hände?« »Damit ich dich besser packen kann.« »Und dein Maul? Was ist das so riesig?« »Damit ich dich besser fressen kann«, rief der Wolf und verschlang das Rotkäppchen in einem Satz. »Guck mal, oh, der hängt schon die Zunge raus vor lauter Gier, weil er das saftige, süße Rotkäppchen fressen will.« Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Nachdem der Wolf nun Rotkäppchen und Großmutter gefressen hatte, wurde er müde. Er legte sich wieder ins Bett und schlief gleich ein. Und weil er so voll gefressen war, schnarchte er so laut, dass man ihn noch draußen hören konnte. Als der Jäger vorbeikam, dachte er gleich, »Das Schnarchen habe ich von der Großmutter noch nie so gehört. Was ist denn da los?« Er betrat das Haus, fand den Wolf in Großmutter Bett liegen und wollte ihn sogleich totschießen. Ja klar, er merkt natürlich jetzt schon, ne? Da eigentlich gehört er die Großmutter rein, denkt sich, was ist denn hier los? Aber ich glaube, er zögert noch, weil ihm irgendetwas in den Sinn kam. Und zwar, es kam ihm plötzlich in den Sinn, dass die Großmutter vielleicht bei lebendigem Leibe vom Wolf verschlungen worden war und er entschied sich, lieber den Bauch des Wolfs aufzuschneiden. Er griff sich eine Schere und tat ein paar Schnitte. Und da sah er schon die rote Kappe leuchten und noch ein paar Schnitte und Rotkäppchen sprang aus dem Bauch und rief, »Ach, wie habe ich mich gefürchtet in dem dunklen Bauch!« Und dann kam auch noch die Großmutter heraus und war noch ganz schwach. Da seht ihr es, das Rotkäppchen ist schon draußen, die Großmutter noch nicht, aber der Jäger hat doch tatsächlich das Rotkäppchen und die Großmutter gerettet, weil er dem Wolf den Bauch aufgeschnitten hat. Rotkäppchen holte geschwind große Steine und füllte damit den Bauch vom Wolf. Und als er aufwachte und sich erheben wollte, fiel er vom Gewicht der Steine tot um. Großmutter, Rotkäppchen und der Jäger aber waren froh und gemeinsam verspeisten sie den Kuchen und tranken den guten Wein. Großmutter erholte sich wieder und Rotkäppchen dachte bei sich, das nächste Mal gehe ich nicht vom Weg ab, um Blumen zu pflücken. Ja, manchmal soll man den direkten Weg gehen, ihr lieben Kinder, und nicht mit irgendwelchen anderen Menschen mitgehen oder denen vertrauen, da müsst ihr immer dran denken, aber die hatten Glück, der Jäger hat alles gerettet und sie sitzen schön beisammen und es geht ihnen gut und sie haben einen leckeren Kuchen und die Oma, der geht's auch wieder super, die ist gesund. Also ihr Lieben, das Märchen vom Rotkäppchen ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch und bis bald, ihr Lieben. Tschüssi und der Vorhang geht zu. Macht's gut!